Vierte Folge, Inselbrauerei, heute jaulen die Wölfe, die Brandenburger Wölfe, wir beide. Ich heule, ja. Heute gibt es das feinste Baltic Double. Schöne Grüße an Daniel, wir haben schon zwei davon getrunken, von dem Geschenkpaket hier. Normalerweise ist es so, dass ein Geschenk Freude machen soll. So, mehr können wir jetzt dazu nicht mehr sagen. Alt andere wäre nicht mehr jugendfrei. Schöne Grüße, Daniel. Da sind zwei Wölfe drauf. Das kann doch gut sein, oder? Jetzt vielleicht sind wir, okay. Wie wir heulen, ja. Ja, der eine weint und der andere jault. Ja. Würde ich jetzt aus Erfahrung sprechen, würde ich sagen, wir lassen es und packen es weg. Also, aber zur Verteidigung muss ich sagen, die Biere hier, die kriegen immer 4 Punkte. Das ist die maximale Punktzahl bei Auspacken und Wegpacken. Oder wegpacken. Also das Aussehen von der Flasche ist immer sehr hervorragend. Kipp in. Oh, diesmal ein dunkles. Ja, halt sieht so kaffeeschokoladig aus. Das ist, als wenn man einen Kaffee sehe. Oder Cola? Cola ist schon mehr Cola. Spudelt irgendwie gar nicht. Oder man sieht es nicht, weil es so dunkel ist. Ich habe eine Erinnerung im Gegensatz zu dir. Ich guck mal nochmal ganz genau hin. Naja. Das ist ja, ja. Guckglasstärke 10 oder was? Das sprudelt nicht. Ja, das ist schon Schal. Komm aus der Flasche schon Schal. Perfekt zu würzigen Käsesorten, Wild, Lamm, Ribeye Steak, Pflaumenkuchen. Trinkst du beim Kaffee auch immer Bier? Wie sieht das aus für dich? Zwei, wenn überhaupt. Was? Warte, ich hab jetzt zwei. Ich hab mich gerade verguckt. Prost. Prost, Inselbrauerei. Prost. Ja, riecht wie ein Schwarzbier. Auf jeden Fall. Das schmeckt bestimmt besser wie die anderen. Ja, das. Oh, was ist denn das? Das ist doch verbranntes Holz, oder? Oh, nee, tut mir leid. Oh, nee, Alter, komm, hör auf. Trink mal noch einen Schluck. Das ist wie verbrannt. Ich möchte das nicht. Das ist brutal. Ich möchte nicht mehr. Das ist wirklich. Vielleicht machen wir erstmal eine Pause. Ich würde auch sagen, wir sehen uns in 2 Monaten wieder. Ja. Die Leber muss ich erstmal in der Reha mit der Leber. Du, ich weiß doch schon, warum hier der Olle Wolf, der jault hier. Das ist kein Wunder. Weil er nicht damit kriegt? Ja. Ach, komm hier auf. Schluss. So. Also, okay, also vom Hören sagen und vom direkt unter vier Augen sagen, gibt es Leute, die finden das lecker. Wahrscheinlich war es nicht explizit genau das Bier, sondern was aus der Reihe. Boah, Alter, 3 oder 4? Null, Alter, ey, komm. Nee, hör auf, das ist schon besser als das davor. Nee. Findest du nee? Alter, nee. 1 Punkt gibt es wenigstens. Ja, 1. Blech. Solch ranziges Zeug darf den Edelnamen Bier nicht tragen. Gebe dein Bedauern laut kund und trinke ein Gebräu edlerer Klasse. Ja, machen wir mal natürlich mal Bier an. Also, wem es schmeckt, also für mich schmeckt es so richtig verbrannt. Das ist wahrscheinlich diese schokoladige Note mit dem Bitteren. Das finde ich ja noch lecker, diese schokoladige Note. Das finde ich auch noch lecker. Nee, was betritt ist ja nicht würzig, ja. Siehst du, diese Schokolade würzige. Ja, würzig hat. Alter, das schmeckt für mich wie wirklich verbrannt, ja. Also echt brutal. Achso, was gibt's denn demnächst? Als nächstes Leckeres? Menzhof? Nein, aus der Box da. Das wird besser, wenigstens eins. Da gucken wir wieder gute Hoffnung. Gute, richtig gute. Werf doch mal Rinder in der Box. Bestimmt das, oder? Nee, das mit dem Büffel nicht.
Oh Gott. Recht bitter, total trocken. Wie heißt das denn? Halbwürzig? Oh nein, Alter. Baltic Farm. 6,5% Baltic Farm, ja. Da trinkt man dann als nächstes Mal. Also Leute, unbedingt den Kanal abonnieren. Dann verpasst ihr nämlich das nächste hervorragende Video von uns nicht. Ja, liken, teilen, kommentieren. Und vielleicht hat ja jemand von euch schon mal so ein Bier getrunken und kann ja mal gerne in die Kommentare schreiben, wie es denn euch so geschmeckt hat. Genau, ihr könnt uns gerne beschimpfen. Macht von mir aus. Also, bis demnächst. Ja, haut rein.